Niemand wird als Neonazi geboren und niemand muss als Neonazi sterben, sondern die Menschen werden radikalisiert durch Menschen, die darauf aufbauen, dass bestimmte Dinge in der Gesellschaft sagbar werden. Mein Name ist Benjamin Strasser, ich bin Obmann der Freien Demokraten im Innenausschuss und das ist mein Prêt-à-Porter. Ich bin Obmann im Innenausschuss und kümmere mich vor allem um Terrorismusthemen, sowohl Rechtsterrorismus wie islamistischer. Mein Zuständigkeitsbereich sind die Sicherheitsbehörden, also Bundespolizei, Bundeskriminalamt und die Nachrichtendienste. Und bin noch Mitglied in einem Untersuchungsausschuss, der sich mit dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt 2016 beschäftigt. Der Anschlag auf dem Breitscheidplatz ist begangen worden von einem Menschen, der sich in den Top-Netzwerken des Salafismus in Deutschland bewegt hat. Der war sogar europaweit vernetzt. Und das stellt die Zusammenarbeit von Sicherheitsbehörden in einem föderalen Land, wie wir leben, vor große Herausforderungen. Ein Untersuchungsausschuss ist so ein bisschen wie ein Gericht. Wir haben das Recht, Zeugen zu laden. Und die Bundesregierung muss uns grundsätzlich auch alle Akten zu dem Vorgang vorlegen. Und uns ist wichtig, dass wir daraus lernen, dass wir Strukturprobleme abstellen. Und deswegen ist es auch im Interesse nicht nur der Hinterbliebenen und Opfer, sondern eigentlich der gesamten Bevölkerung. Enden wir diese dauernden Debatten, welcher Extremismus schlimmer ist, welcher Antisemitismus schlimmer ist. Jeder Extremismus und Antisemitismus ist schlimm. Und ich würde mich mal freuen, wenn Sie sich auch dazu durchringen könnten, das mal ernsthaft zu verurteilen. 170 getötete Menschen von Rechtsextremen seit 1990 in Deutschland. Da kann ich nicht sagen, das ist ein neues Phänomen, sondern das ist die logische Konsequenz dessen, was wir über Jahre und Jahrzehnte in Deutschland erlebt haben. Und das war für mich eine sehr emotionale Debatte damals. Das ist für mich gelebter Parlamentarismus. Jetzt kommen wir in meinen absoluten Lieblingsraum, das sogenannte Aquarium. Das ist der Raum mit der tollsten Aussicht. Ich bin unglaublich dankbar, dass ich das machen darf. Und ich weiß, irgendwann kommt noch mal ein weiterer Lebensabschnitt. Aber ich bin jemand, der sich immer auf das fokussiert, was man jetzt gerade tut und gerade macht. Religion ist schon auch ein wichtiger Teil in meinem Privatleben. Ich glaube an Gott. Ich beschäftige mich jetzt in meiner Rolle als religionspolitischer Sprecher noch auch mit anderen Religionen und Weltanschauungen. Und ich finde, das ist ein Teil auch der Identität eines Menschen, wenn jemand religiös ist. Und das sollten wir auch respektieren. Mein absolutes Lieblingsland ist Israel. Da war ich schon zweimal und ich kann jedem nur empfehlen, mal hinzureisen. Und ich habe noch kein Land in der Welt gesehen, das so abwechslungsreich ist auf so kleinem Raum. Hi Konstantin, grüß dich. Eine große Freude. Gerade als Politiker muss man überlegen, wie erreiche ich denn Menschen, die nicht schon von sich aus politisch interessiert sind. Deswegen war meine Idee, ein interaktives Format auf YouTube zu etablieren, das den Mensch hinter der Funktion auch zeigt. Also Spätzle ist das Grundrezept und ein Schwaben. Und deswegen versuche ich Spätzle hier in Berlin zu vermeiden, wenn es geht, weil es schmeckt halt nie wie zu Hause. Wenn ich was sofort alleine ändern könnte, würde ich zum einen dafür sorgen, dass jedes Haus in Deutschland mit schnellem Internet versorgt ist, dass alle Kinder in Deutschland von digitaler Bildung profitieren können und dass gerade kleine und mittlere Unternehmen endlich von Bürokratie entlastet werden. Besonders stolz bin ich auf unseren Antrag zum Betätigungsverbot der Hisbollah in Deutschland, weil es uns Freien Demokraten gelungen ist, aus der Opposition raus eine Mehrheit im Parlament dafür zu organisieren und der Bundesinnenminister 4 Monate später tatsächlich die Hisbollah in Deutschland verboten hat. Warum haben Sie so viele Möpse auf dem Tisch? Ja, ich bin ein großer Mops-Fan.
finde ich ein unglaublich cooles Tier, weil die so ihre eigene Art haben. Das ist ein Hund, der muss jetzt nicht jeden Tag 15 Kilometer durch die Gegend rennen, sondern der chillt auch gern mal. Ich versuche immer meinen Mitarbeiter davon zu überzeugen, dass doch ein Mops ein ganz tolles Haustier ist. Aber er ist noch nicht überzeugt.